Tag. Was haben Sie? Kundgebung. Kundgebung, ist die angemeldet? Natürlich. Natürlich, dann haben Sie bestimmt eine Genehmigung dabei. Was für Genehmigung soll es sein? Sie haben schon wieder nicht gelesen. Man gibt nur Meldepflicht. Es gibt nur Meldepflicht. Die Polizei hat da sowieso nichts zu entscheiden. Das haben Sie veröffentlicht. Wir sollten Sie mal gelesen. Dann hätte ich aber trotzdem einen Ausweis, bitte. Super. Es geht um Personenkontrolle. Hm, super. In der Tat, also ich habe die Paragraphen nicht drauf. Im Job bestimmt die Paragraphen nicht ich. Ich kenne die Paragraphen auswendig. Sind Sie in Ihrer Aktion hier angemeldet? Natürlich. Ja. Ich habe gestern auch gezeigt. Waren Sie gestern auch schon hier? Ja, ich meine, Dienstag und Donnerstag habe ich in der hier drin. Dienstag und Donnerstag? Genau. Okay. Okay, dann klärst du mal kurz ab. Klären Sie mal. Hier machen Sie eine Unterschriftenliste? Ja, ja. Ja? Hm? Mit Versammeln, die hier vorbeikommen? Unterwegs, wie ich treffe. Okay, alles klar. Einen kleinen Moment. Das wird zur Kundgebung, sollten Sie nicht da wieder reiten. Kundgebung hat nicht nur ein Wort zu bedeuten. Ja, ja, mit Fax. Ja? Das sind die Ordner. Ja. Fax ist am Anfang, was geschickt worden ist. Mehr gibt's da nicht zu sagen. Es gibt ein Formular, das man ausfüllt, sonst nichts. Ja. Das kommt danach. Also kannst du ja gleich eine Anzeige machen. Da behauptet einer, ich soll woanders den Fax schicken, obwohl da ein Formular ist und der Fax da drauf steht. Das ist ein Betrug. Also wenn es ein Formular gibt, den jemand ausfüllt und die Nummer oben steht, dann muss man auch da hinschicken, wie in Bagdad, wie der Typ haben will. Der versucht hier Betrug zu machen. Also ich verstehe gar nicht Ihre Frage. Bestätigung habe ich noch nie gehört. Da steht in dem Formular nicht, dass es angeben soll. Man sollte nur die man ausgefüllt hat, den Polizisten zeigen. Sollte Sie mal lesen. Also die Formular, die ausgefüllt worden ist, ist das Dokument. Den muss man dabei haben und den Polizisten zeigen. Mehr ist dann nicht aufgelegt. Bestimmungen ernannt worden. Es gibt bestimmte Bestimmungen, die halte ich ein. Das Dokument, was Sie suchen, ist das Teil, was ich ausgefüllt habe. Ich kann nur Kontakt bestätigen. Das, was Sie suchen, kann es nicht geben, weil es nicht geht. Nicht gehen, weil es nicht geht. Es wird auch geschrieben, was von Ordnungsamt veröffentlicht wurde.
In YouTube muss man lesen, Internet. Meine ich YouTube sein. Internet. Super, danke. Ja? Wie gesagt, ich kann noch genauer reden. Vielleicht haben Sie keine Zeit. Dienstag, Donnerstag immer eine Stunde. Okay, alles klar. Gut, dann ist alles in Ordnung. Der Schild, das nehmen wir wieder an sich, ne? Ja, das ist ein Buchstein. Der Schild kommt zurück. Dann ist alles okay soweit. Super, danke. Ja, es geht auch manchmal normal gut.